Tja, willkommen meine lieben Freunde zu einem Reparaturvideo. Hier mein oberaffengeiles Fahrrad, 5 Jahre alt, ist mir tatsächlich hier hinten die Sattelstütze bzw. die Aufnahme der Sattelstütze weggebrochen. Ich habe 3 oder 4 Kilo zugenommen derzeit, wie ich das Fahrrad habe. Und ich zeige es euch mal. Und vielleicht ist es für euch einfach nur interessant, wie man sowas reparieren könnte oder wie ich das mache. Im Grunde ist es nur für meine Freunde in der Facebook-Gruppe, die auch das Fahrrad haben, interessant. Und viel Spaß bei dem Video. So, dann schaut es euch hier mal. Das ist eine Reduzierhülse. Tja, wenn das hier drin, ne, es ist rund, es ist nicht hohl da an der Stelle. Ich habe jetzt vor, da ein Rohr, weil ich habe genug Platz, weil das ja ohnehin eine Reduzierhülse ist. Ich werde da jetzt ein Rohr einsetzen und das dann, tja, Aluminium zu schweißen. Ist nicht so einfach. Ich werde also hier das Rohr einsetzen und das dann mit Epoxidharz ausgießen. Ich hoffe, das funktioniert. So, ich habe mir das Rohr abgelenkt und jetzt werde ich hier mal 2 Schlitze reinmachen bis dahin, um So, ich habe ja die Reduzierhülse, die hätte ich abdrehen müssen, um auf den Durchmesser zu kommen. Ich probiere jetzt mal, das Rohr hier oben so zusammenzudrücken, dass ich ohne das Ding auskomme. Das müsste doch gehen. Also ich muss auf 27 kommen. 27. Kommt das aber schon näher.
Leo, geh mal weg da. Leo, geh aus dem Bild. Leo, komm mal hier. Komm. Das ist so fest drin, aber das kriege ich nie wieder raus. So. Mit schwarz gestrichen oder was das?